Oh, wie der runtergefallen ist. So, wo liegt jetzt nochmal das Rätselslösung? Oh, mit Ruhe. Oh, da ist eine Schlange. Oh, hallo. Sag mal, wie mache ich das denn immer? Das nervt. Da oben die Falke, da oben der Delfin. Ja, gegenüber die Schlange eben. Ich schätze mal, das muss so laufen. Wie wenn ich. Oh. Brav. Weiterer Abschnitt des Tempels. Ich könnte ein bisschen Schlaf vertragen. Oh, da hau ich mal ab. Mhm. Giftbolzen, ja, ja. Hey. Na dann. Schluss jetzt. Da war der Schalter hierfür. War klar, dass ich da durch musste, aber ich bin da zuerst da durchgegangen, weil ich den Kampf gesehen habe. Ich mal aus Prinzip aus auf die Seite. Wie viel haben wir noch? Oh ja, ist ja nicht mehr weit. So, hier ist der Wächter oder was? Diamantenklaue. Alles klar, wie schaut die denn aus?
Fuchs, Schmetterling, Drache. Oder Wolf oder ja, keine Ahnung. Da musste man nicht viel drehen. Und eine weitere staubige Halle. So? Ja, komm, sieht man voll nicht hier. Ach, der lebt tatsächlich nicht mehr. Okay. Hier erwartet mich noch ein weiterer Schrei. Sturm, Sturmruf. Aha. Boah, ich die alle noch nicht aktiviert, sag mal. Sturmruf. Ich glaube, von dem gab es auch nur einen, oder? Kann das? Verbrannte Leiche? Warum? Haben wir hier noch was? Ich fürchte, jetzt geht's gleich nach draußen und... Ah, weil wir sind endlich mal auf 100 gekommen. Da wartet noch ein Drache tatsächlich. So, aber was hau ich denn daneben, ey? Vor allem, ich werde immer zurückgedrängt und ich treffe dann dadurch daneben. Da oben. Ach du Scheiße. Ich beide auf einmal. So, einer ist down. Gesundheit.
ist er? Wo ist er? Ach, er landet, okay. So, aus die Maus, Prügel raus. Ich habe jetzt eher mit einem Leech gerechnet. Suchen wir mal diesen Lichtstrahl hier. Oh, das ist tatsächlich. Schnell aufgehalten, wa? Da muss ich jetzt einfach rein, oder was? Oh, okay. Durch das Portal, durch die Schwelle zum Tod. Das rufen gerade. What? Alter. Ich hoffe, ihr seid genauso geflasht, wie ich es bin. Ist ja voll Asgard hier. Da drüben Valhall. Oh nö. Sag bloß, da haben wir den Nebel des Todes. Welch? Dass wir den Zauberspruch schon hier erlernt haben. Kehrt um, Reisender! In diesem Nebel lauert der Schrecken. Bruder. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Wer seid ihr? Ja, ein gefallener Bruder von mir, sicherlich. Bei der Kluft der Kolosse, im Dunkel vor der Dämmerung, marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Oh. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind, und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Was ist das für ein Nebel? Ich weiß es nicht, doch niemand kommt hindurch. Niemand außer mir. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Shors Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Ja, es ist von hier aus ganz am anderen Ende des Tals. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Shors Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell!
Trag die Kunde unseres schweren Loses in Schors Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Sehr wohl. Folgt mir, ich führe euch durch diesen Nebel. Ich will versuchen, mich an eure Zuversicht zu halten. Schnell, bevor der dichte Dunst erneut mich fängt im Netz des Weltenfressers. Hi. Bin weg. Ah, wen haben wir denn hier? Legat Ricke? Der bittere Krieg der jenseitigen Welt wurde vergeblich geführt. Wir alle sind in Alduins Netz gefangen. Ihn kümmern keine Bündnisse. Er verschlingt alle gleichermaßen. Es gibt kein Entrinnen. Schor ebenso. Er heißt alle Helden in seiner königlichen Halle willkommen. Wo könnten wir sie doch nur erreichen? Dann folgt mir. Kennt ihr den Weg? Ich bin erschöpft und habe die Orientierung verloren. So, und wie es scheint... Oh, sag mal, der muss doch jetzt nicht jedes Mal die Waffe ziehen. Ach, sag mir nicht, mein Freund, der Soldat, hat sich umhergeirrt. Warte mal, kann ich noch... Kann ich noch gucken, ob woanders noch ein paar Leute sind? Ach, guck mal. Kennt ihr den Weg? Ich bin erschöpft und habe die Orientierung verloren. Oh nein. Wer ist er denn? Großkönig Torik. Als Ulfric Sturmmantel mich mit wildem Schrei hierher beorderte, galt mein einziges Bedauern der schönen Elisif, die unter verzweifeltem Schluchzen zurückbleiben musste. Ich stelle mich ihm ohne Furcht. Mein Schicksal unausweichlich, aber meine Ehre intakt. Kann Ulfric dasselbe von sich behaupten? Weiß ich nicht. Ich denke das schon. Es ist eigentlich schön hier. Kennt ihr den Weg? Ich bin erschöpft. Ich habe die Orientierung verloren. Man sieht, viele Wege führen dahin. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist Nutzen. Ach was? Schnell speichern.